Marlo hat Ball, Yusuf. Marlo hat Ball, Yusuf. Lass Marlo. Hierher laufen, Marlo. Wo ist das Tor? Moin. 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 Ja, willkommen hier von der Blindenfußballanlage in der Pauliner Marsch. Ich glaube, da vorne ist die Kamera. Brille ist verdunkelt, ich sehe gar nichts und probiere hier Blindenfußball aus. Das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Was ich aber schon weiß, nach gefühlt 40 Minuten Kicken, dass es unheimlich anstrengend ist, dass ich sehr, sehr hilflos auf dem Platz agiere und es kostet enorm viel Kraft, sich zu konzentrieren und zu orten, wo ist der Ball. Hallo! Laufen hier! Ja, genau, genau so! Ja, laufen, laufen, laufen! Weiter, weiter, weiter! Bleib im Tor, bleib im Tor! Torwart, bleib im Tor! Jetzt hat er. Also! Fuck! Ich hab's schon einmal gesagt. Ja! So, ne? Hier! Jawohl! Ja. Ja, ein bisschen mehr zu schnell. Blindenfußball liegt hinter mir und ich kann sagen, ich bin mental einfach nur ausgelaugt. Die Jungs hinter mir, die machen das Woche für Woche, das hat man auch gemerkt. Die haben gewisse Automatismen in ihrem Spiel und ich wirkte einfach nur hilflos dagegen. Und ich war wie ein Fremdkörper auf dem Platz. Das hat trotzdem irre Spaß gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, mal selber auszuprobieren. Die Jungs hinter mir spielen immer montags, nachmittags. Und ich glaube schon, dass ich hier nochmal zurückkehren werde und einfach es nochmal ausprobieren möchte. Und dann möchte ich halt auch mal eine bessere Figur abgeben, weil so hat es einfach noch nicht gereicht.